Der goldene Staat am Pazifik. Lebensfreude, Lockerheit, laissez-faire. Das war einmal. Heute Tristesse. Für die Traumfabrik Hollywood ist die Corona-Pandemie ein Albtraum. Kalifornien, Los Angeles, Hollywood. In diesem Frühjahr wie im Winterschlaf. Millionen Menschen am Abgrund. Es ist das erste Mal seit der Corona-Krise, dass Eric Mosley wieder auf den Hollywood Boulevard kommt. Prachtstraße in Los Angeles, das Herz von Hollywood. Eric kann es nicht fassen. Wo sonst Filmschaffende und Touristen über die Sterne des Walk of Fame flanieren, heute Stille und Leere. Ich komme aus der U-Bahn in ein Geisterviertel. Ich hoffe, das ist nicht das neue Normal in Hollywood, Kalifornien. Hier, wo auch die Oscars verliehen werden, hat Eric als Kellner bei großen Filmpremieren gearbeitet. Hochgekämpft hat er sich aus der Obdachlosigkeit, mitten hinein ins Getümmel der Promis und Stars. Das war vielleicht das letzte Mal für mich als Kellner hier in Hollywood. Ich muss nun abwarten, wie jeder, der gebannt auf Arbeit hofft. Hollywood ist wie jeder andere Job. Es entlässt dich und du bist raus. Nach 20 Jahren mit Drogen, einem Leben auf der Straße, sah Eric seine Chance in Hollywood gekommen. Nun sieht er sie schwinden. Surfing USA ist an den meisten kalifornischen Stränden immer noch verboten. Nachdem einige ungeduldige Countys ihre Strände wieder geöffnet hatten, machte der Gouverneur sie kurzerhand wieder dicht, aus Sorge vor dem Virus. Die Rettungsschwimmer sind dennoch nicht arbeitslos. Sie bewachen weiter den Strand, damit auch die Unbelehrbaren sicher sind. Mir gefällt's besser, wenn's voll ist. Dann vergeht die Zeit schneller. Ich wünschte mir, jeder Tag wäre sonnig und voll. Das ist das Beste, wenn du Rettungsschwimmer bist. Die Polizei patrouilliert die Strände, verscheucht die, die nicht hier sein dürften. Die Strafen gehen hoch bis zu $1.000. Einige hat die Polizei gar schon verhaftet. Alle Parks sind offen, aber der Strand ist geschlossen. Seit März sind die Strände dicht, Ende der Sperrung offen. Nicht allen gefällt das. Die Ärzte raten uns, Vitamin D zu tanken und uns zu bewegen. Wir beachten alle Corona-Regeln und trotzdem sollen wir gehen. Früh schränkte der Gouverneur in Kalifornien das öffentliche Leben ein. Vergleichsweise niedrig die Zahl der Infizierten und Toten. In Los Angeles starben bislang rund 1.000 Menschen am Virus, in New York City rund 13.000. Doch wirtschaftlich trifft es Kalifornien hart. Knapp 4 Millionen Menschen hat die Corona-Pandemie hier bereits arbeitslos gemacht. 43% der Kalifornier könnten ihren Job verlieren. Eine soziale Krise wird dem Virus folgen und den Gegensatz von Arm und Reich weiter verschärfen. Zurück bei Kellner Eric. Er hat seinen Job verloren, doch er sorgt sich um die ganz unten. Downtown Los Angeles, eines der größten Obdachlosenlager des Landes. Skid Row. 150.000 Obdachlose gibt es in Kalifornien, mehr als irgendwo sonst in den USA. Knapp 60.000 hat allein L.A. Eric befürchtet, mit Corona könnten es bald noch mehr sein. Die, die heute schon auf der Straße leben, will er aufklären über Masken, Händewaschen und Social Distancing. Ich kann meine Maske nicht finden. Was, keine Maske? Social Distancing, hier wird es kaum eingehalten. Eric meint, es ist nicht nur das Unwissen der Obdachlosen, oft fehlt ihnen Selbstachtung. Ich denke, sie halten sich für überflüssig. So leben sie einfach weiter ihr Leben und dazu gehört nun mal nicht, sich vor dem Coronavirus zu schützen. Eric will ihr Ansprechpartner sein. Schließlich war er mal einer von ihnen.
Ich habe selbst 20 Jahre auf der Straße gelebt und war cracksüchtig. Ich bin auch nichts Besseres. Heute will er helfen, auch wenn er sich dabei mit dem Virus infizieren könnte. Wenn ich zu Hause bliebe, wo es sicher ist, wofür wäre ich dann gut? Selbst wenn ich dafür sterben müsste, weil das hier meine Mission auf Erden ist, dann ist es das, was ich tun muss. Seit 4 Jahren ist Eric selber nicht mehr obdachlos. Doch auch zu Hause beschäftigt die Skid Row ihn weiter. Filmclips und Fotos schneidet er zusammen für all die, die sich interessieren. Sein Reich? Eine Sozialwohnung. Ein Zimmer mit improvisierter Küchenzeile. Der Staat zahlt zur Miete was dazu. Klein, doch er liebt sein Zuhause. Jetzt erst recht, wo Corona droht, ihm alles zu nehmen. Während dieser Pandemie bin ich manchmal hier und merke, ich beklage mich gar nicht mehr. Das ist es. Das ist gerade wie eine Villa für mich. 20 Jahre auf der Straße. Nun ein Ort, wo ich hin kann. Großartig. Eric befürchtet, das Coronavirus wird nach der Gesundheitskrise eine soziale Krise bringen. So viele Menschen ohne Job, so viele Menschen, die abrutschen werden. Das bisschen, was er sich erkämpft hat, sieht er in Gefahr. Es wird eine Art Verdrängungswettbewerb geben, sagt er. Meine größte Sorge ist meine Wohnung. Die Leute von da gegenüber und von nebenan werden nach bezuschussten Wohnungen wie meiner suchen. Die werden stark gefragt sein. Ich muss aufpassen, dass ich meine behalten kann. Bislang hat Monika einmal die Woche meditiert. Nun in der Corona-Krise tut sie es täglich. Mit dem Yoga-Lehrer im Ohr beginnt sie jeden Tag. Sie braucht das, sagt sie, um ruhig zu bleiben und mitfühlend in dieser Zeit der Krise. So fürchte ich mich nicht so sehr. Typischerweise reagieren Menschen auf solch eine Situation ja mit Angst. Die Meditation hilft mir, die Angst zu reduzieren, eher zu agieren als zu reagieren. Monika ist Kostümbildnerin. Sie hat die ganz Großen in Hollywood angezogen, Brad Pitt, Kate Blanchett. Nun ist auch sie arbeitslos, wie 170.000 andere, die bislang für die Traumfabrik gearbeitet haben. Es bleiben ihr ein paar Kostüme in ihrer Garage. Doch sie vermisst die Stoffe und die Stars. Ihre Spezialität? Historische Kostümfilme. Sie ahnt, wenn irgendwann wieder gefilmt wird, das Hollywood-Set wird ein anderes sein. Wir gehen auf dieselben Klos. Wir stehen zusammen fürs Essen an, nutzen dasselbe Besteck. Ich denke, die Welt wird eine ganz andere sein, wenn wir wieder zurück an unsere Arbeit gehen. Wir werden sicherlich Schutzkleidung tragen müssen. Monika näht Gesichtsmasken, um wenigstens irgendwas zu tun und zu helfen. Ihre Gewerkschaft verteilt die Masken dann an das Personal von Krankenhäusern und Altenheimen. Es zeigt, dass die Leute in unserer Gewerkschaft ihre Kreativität auch für etwas im Moment Wichtiges nutzen können, nämlich Masken und Schutzanzüge zu machen für die, die keine haben. Das ist super wichtig. Wir spielen eine große Rolle dabei, dass die Menschen sicher sind. Monika ist vorbereitet. Immer dabei ein gepackter Notfallrucksack. Helm, Verbandszeug, Trockenfutter. Für Katastrophen wie Waldbrände oder Erdbeben. Sie hofft, all das hilft auch, sollte die Corona-Pandemie mal völlige Isolierung verlangen. Monika unterstützt arbeitslose Kollegen mit kleinen Aufträgen und mit Besuchen. Dem Kostümbildner Silas bringt sie eine Ladung Vorhänge zum Nähen. Der freut sich, jemanden zu sehen. Für dieses Jahr hatte er ein Traumangebot, nun steht Hollywood still. Auch okay, sagt Silas. Er will stattdessen an sich arbeiten. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich setze mein Leben einfach in Warteposition. Ich bin nicht enttäuscht, dass die Dinge nicht funktionieren wie geplant. Ich mache aber keine Pläne für die Zukunft. Das Universum sagt, wir brauchen eine Pause. Ich nehme die Chance an, eine Pause einzulegen und auf mich zu schauen. Monika zieht Kraft aus diesen Besuchen. Sie jammert nicht, sondern macht.
So fühle ich mich als Teil der Lösung, Teil der gegenseitigen Hilfe. Statt zu Hause zu sitzen und dauernd Fernsehen zu schauen, tue ich etwas, was tatsächlich eine Wirkung hat auf das Leben von anderen. Das Jobcenter von Pasadena am Rand von Los Angeles. Manchmal saßen hier 60 Mann in der Hoffnung auf Arbeit. Tagelöhner, undokumentierte Migranten. Doch Luis musste zumachen. Das Center, ein Gesundheitsrisiko in Zeiten von Corona, hieß es von den Behörden. Und es fehlt an Jobs. Keiner stellt mehr ein. Wir wissen, dass viele der Arbeiter sehr zu kämpfen haben wegen des fehlenden Einkommens. Sie müssen die Miete bezahlen, Lebensmittel und ihre Rechnungen. Was sie zuerst zahlen, sind ihre Rechnungen. Ich weiß es. Statt um Jobs kümmert sich Luis nun um Reis und Bohnen. Er sammelt Spenden von den Unternehmen, die bislang die Tagelöhner angeheuert haben. Dies ist gelebte Solidarität. Wir senden die Botschaft, auch wenn wir dicht machen mussten und keine Arbeit verteilen können, wir lassen euch nicht allein. Wir sind auch jetzt an eurer Seite. Abgefüllt in Salsa-Schälchen, Desinfektionsmittel für die Hände. Dazu packt Luis Masken ein, wenn er sich zu den Tagelöhnern draußen auf der Straße aufmacht. Rund um das Jobcenter und vor Baumärkten warten sie auf Arbeit. Migranten aus Mexiko, Honduras, Guatemala. Luis gibt ihnen Tipps. Nur mit Maske und Desinfektionsmittel habt ihr überhaupt eine Chance auf einen Job. Der Gouverneur von Kalifornien verspricht auch Undokumentierten Hilfschecks. Darauf vertrauen sie nicht. Ohne Krankenversicherung fürchten sie das Virus, doch sie müssen arbeiten. Es ist so hart, aber wir müssen unsere Miete und Essen bezahlen. Es ist gerade sehr schwierig. Wir müssen irgendwie durchhalten, stark sein. Wir können nirgendwo hin. Nach Guatemala zurück ist auch keine Lösung. Dieses Problem ist ein weltweites. Eric klettert hinauf in die Hügel von Los Angeles zum Hollywood-Schriftzug. Kurz hatte er Zutritt zur Glitzerwelt. Jetzt hat er Angst, dass alles vorbei sein könnte, er gar wieder obdachlos wird. Also meinen amerikanischen Traum hat Corona zerstört. Ob der je wiederkommen wird? Ich hoffe, Hollywood kommt zurück. Und ich auch. Corona hat auch die Traumfabrik erreicht und die, die für sie arbeiten. Eric ahnt, die Krise beginnt erst.